Und dann schauen wir mal, was wir heute noch so schaffen. Ich will auf jeden Fall wieder auf TikTok live gehen. Ich bin momentan richtig motiviert. Also solltet ihr mir noch nicht auf TikTok folgen. Leute, ihr verpasst was. Glaubt mir. Und ja, ich hoffe, dass wir heute vielleicht wenigstens, ich weiß nicht, eine Tür dran kriegen oder beide Türen und den Eckschrank gucken wir mal, ob wir den aufgebaut bekommen. Ich hatte mir was überlegt. Und zwar, ich habe ja jetzt unten meine Stoffhosen reingemacht. Ich überlege hier meine Jeanshosen zu hängen, ein Regalbrett noch reinzumachen, was halt ganz wenig Platz ist, aber da würden dann meine Röcke und meine kurzen Hosen reinpassen. Ich weiß halt dann nur nicht, wohin mit den Oberteilen. Vielleicht hole ich einfach eine 50 cm Stange, die ich in den Eckschrank reinmache, weil dann kommen in den Eckschrank ja nur noch Schuhe und die Oberteile würden reinkommen. Weil die Oberteile passen nirgendwo anders rein. Ich habe halt wirklich, also mein Schrank ist wirklich voll, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich hier überhaupt noch irgendwas reinkriegen soll. Ich muss sowieso noch einmal drüber sortieren. Ich habe nämlich jetzt länger wieder nicht sortiert, aber ja, das ist halt schwierig. Wenn ich hier so ein kleineres Regal hinmache, ich wollte ja zwei hintereinander stellen, dass es tief genug ist und von der Tiefe her genauso ist wie der Schrank, dann könnte ich da auch noch Schuhe reinsortieren. Das wäre jetzt nicht das Problem, weil dann würde ich nämlich in diese Schränke auf jeden Fall so Boots und sowas reinmachen, die halt sehr viel Stauraum fressen. Und ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also ich habe ja da meine Zweiteiler und meine Hemden drin. Vielleicht würde ich die Zweiteile auch zu den Kleidern sortieren. Ich muss mal gucken. Es gibt doch nichts Schöneres als ein frisch bezogenes Bett. Und ich freue mich so sehr, wenn das Bett endlich weiß ist. I'm in love. Leute, guckt mal, wer da ist. Peace. Ich habe voll vergessen, mich gestern zu melden. Du hast noch gevloggt, ne? Ich habe nicht gevloggt. Wir waren live. Und deswegen dachte ich irgendwie, wir wären. Was wird das hier? Irgendwie dachte ich, wir hätten gevloggt. Haben wir aber nicht. Ist nicht schlimm. Ich muss gleich erstmal Augentropfen nehmen, weil ich trockene Augen und ich muss einen Tee trinken, weil. Ja. Maus, du guckst dich an, als hätte ich irgendwas verbrochen. Komm doch einfach hoch. Komm doch einfach hoch. Komm hier. Weil die tut so, als kommt die nicht hoch, obwohl die hochkommt. Das nervt mich. Komm doch einfach hoch. Und du? Du bist Maus. Du bist Maus. Du bist Maus. Leute, wir starten jetzt gleich produktiv. Wir wollen erstmal den Schrank aufbauen und die Sachen zum Wertstoffhof fahren. Yay. Wir sind in der alten Wohnung. Alte Wohnung ist legit fast leer. Wir wollen meine Glasplatte kaputt machen. Von meinem alten Tisch. Schwierig. Ich habe mir keine andere Meinung eingeholt. Erika hat schon gefragt. Ich habe nichts. Ich weiß nichts. Und ihr seid jetzt live dabei. Dabei sein ist alles, ne? Ich habe Angst. Ich habe sogar Angst, mich da drauf zu stellen. Das ist nichts, wenn du mich da drauf stellst. Aber was ist drin? Na gut. Herr Fahr. Wallah, ich habe Angst. Leute, ich komme irgendwie nicht zum Vloggen. Falls ihr mehr Hintergrundinformationen wollt, schaut in Erikas Vlog vorbei, weil ich bin heute wirklich lost. Wir haben es jetzt geschafft, dieses Eckteil da reinzustellen. Ich habe jetzt alles schon mal vorgeplant, wie ich das Ganze einräumen werde. Denn ich habe jetzt da unten diese Regalböden drin und werde mir diese Boxen aus dem Kallax-Regal holen und die dann da reinschieben mit den Schuhen. Ist zwar ein bisschen blöd, weil ich so die Schuhe überhaupt nicht ordentlich drin stehen habe und überhaupt nicht sehe, was ich besitze, aber ich habe zu wenig Platz und ich kann hier schlecht noch einen Meterschrank hinstellen, um meine Schuhe unterzubringen. Deswegen muss ich das irgendwie schaffen, in diese Boxen unterzubringen und so sortieren, dass, keine Ahnung, wenn ich Turnschuhe brauche, dann kann ich die Box halt auskippen zur Not. Ist ein bisschen schlecht, nicht die perfekte Lösung, aber ich habe keine andere Wahl. Und da oben kommen da meine bunten Oberteile rein. Weil die Hosen muss ich in den anderen Schrank hängen. Weil wenn ich überlege, ich habe nur vier Kästen Platz, um meine Schuhe da reinzumachen. Und ich habe eine riesen Ikea-Tüte und zwei riesen Ikea, ach Ikea sage ich, zwei riesen Rewe-Tüten voll mit Schuhen. Ja, deswegen, wo soll ich Hosen noch hin tun? Passt nicht. Deswegen müssen wir die aufhängen und das passt dann schon mehr. Leute, ich fühle mich wie ein frisch geborener Mensch. Wie ein frisch geborener Mensch, wisst ihr, wie gut diese Dusche tat? Nee, Team Erika hätte ich das heute absolut nicht geschafft. Bei dem Schrank muss ja hinten noch was rausgesägt werden.
Den können wir gleich ein Stück wieder ranschieben. Und das Regal setze ich heute auf jeden Fall noch rein, weil das brauchen wir nicht mehr. Aber wie hübsch sieht es bitte aus? Abgesehen von dem hier. Also ich mache gleich noch Kartons klein, dann komme ich noch einmal mit dir runter. Also wir rauchen ja sowieso noch Pfeife, aber ich will auf jeden Fall einmal noch mit dir runterkommen. Pappe wegbringen, damit hier ein bisschen Ordnung ist. Und dann gucken wir später mal, vielleicht bin ich noch motiviert, hier ein Teppchen zu legen, um mal zu gucken, wie der ganze Spaß aussieht. Und jetzt drehen wir ein Mukbang. Yay. Ein Mukbang. Ja, aber die Dusche war gerade Weltveränderung. Nicht, dass ihr denkt, ich habe der Maus nicht angeboten zu duschen, sie hätte duschen gehen können. Ich bin lieber ekelhaft. Nein, aber ich verstehe das. Ich bin da manchmal auch, dann fahre ich lieber nach Hause und dusche dann da. Ja, ich habe wieder irgendwas im Auge. Heute ist nicht mein Tag. Wir drehen jetzt ein Mukbang, essen und gönnen uns. Ich habe anders lange geschlafen. Ich war diese Nacht bis 6 Uhr wach. Aus welchen unergründlichen Gründen ich nicht schlafen konnte. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte einfach nicht schlafen. Ich war bis 6 Uhr wach. Ich konnte nicht schlafen. Ich kann nicht erklären, warum. Ich wollte mich aber auch nicht zum Schlafen zwingen. Und irgendwann bin ich dann müde geworden und dann bin ich auch eingeschlafen. Und 4 Stunden später hat meine Mama mich geweckt, weil der Postbote kam, Pakete abholen. Ich habe jetzt auf jeden Fall endlich mal geschafft, das Kabel in meinen Fernseher zu stecken für normalen Fernseher. Das war Millimeterarbeit. Wäre das Kabel Millimeter kürzer gewesen, hätte das gar nicht gepasst. Lo kommt übrigens gleich, die kleine süße Maus. Ich habe die so vermisst. Und ja, ich werde die Maus fragen, ob wir den Fernseher einen Zentimeter noch nach rechts schieben können mit dem ganzen Regal. Damit das nicht so auf Spannung ist, weil das ist ja nicht gut, wenn Kabel die ganze Zeit so auf Spannung ist. Und ich überlege, mit ihr zu Ikea zu fahren, weil ich brauche noch einen Regalboden für meinen 1-Meter-Schrank, eine Kleiderstange für die 50-Zentimeter-Seite und diese Schubfächer, damit ich endlich meine Schuhe einräumen kann. Und dann ist nämlich auch alles weg. Und Pfannflaschen wollte ich auch noch wegbringen, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe ein bisschen was vor. Ich kann dich aber jetzt mal einen kurzen Haul abdrehen, weil es kam nämlich meine AliExpress-Bestellung an. Hatte mir ein Oberteil und Ohrringe bestellt. Und meine Trendyol-Bestellung. So, ich habe mir nämlich einmal dieses Top bestellt. Ich finde das richtig, richtig schön. Das gefällt mir übertrieben gut. Das ist ein bisschen kürzer und das ist halt so nachgemacht, ne? Aber ja, ich finde das sehr, sehr hübsch und es ist auch vom Material her schön dick. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin so gespannt, wie es getragen aussieht. Und dann habe ich mir noch einmal so größere Ohrringe geholt. Einmal in Silber, einmal in Gold. Und so Herzchenohrringe auch einmal in Silber und einmal in Gold. Ich finde die irgendwie sogar schöner als die, obwohl es dieselbe Seite war und dieselbe Größe angeblich. Sind die so unterschiedlich. Finde ich aber sehr, sehr cute und ich freue mich jetzt schon damit Outfits zu machen. Leute, ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich habe fast alles geschafft. Das heißt, ich werde mich bald jeden Tag schön ready machen. Schöne Outfits für euch shooten. Ich bin nur hin und her gerissen, wie ich das machen soll. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht selber irgendwo die ganze Zeit hinfahre und dann mit einem Stativ Bilder mache. Oder ob ich zu Hause im Spiegel Bilder mache. Ich weiß, dass Bilder draußen viel mehr gefeiert werden als drin. Nur drin ist halt für mich am praktischsten, weil da muss ich nichts zusammenräumen, nicht irgendwo hinfahren, keine Location suchen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich bin noch komplett unentschlossen. Und ich räume jetzt nochmal den ganzen Müll weg von der Bestellung eben. Werde mich ready machen. Dann glaube ich, gehe ich erstmal die Glaskaraffen einpacken. Und vielleicht fahre ich auch alleine zu Ikea. Ich habe nämlich verpeilt, dass Lo erst ein bisschen später kommen wollte. Vielleicht mache ich das auf schnelle Welle gleich alles. Aber ich räume jetzt erstmal den Müll weg. Es ist ein erfolgreicher Morgen. Ich habe jetzt alle Pfandflaschen an eine Stelle gestellt, mein Paket zu Ende gepackt, was ich noch zur Post bringen muss. Und ich habe jetzt gleich, bevor ich mich auf den Weg mache, noch eine Abholung. Bedeutet, ich fahre gleich zur Post, dann fahre ich zu Ikea, dann bringe ich mit Lo zusammen Pfandflaschen weg, weil die meisten Leute auch noch was einkaufen. Dann ist es nämlich ganz praktisch, weil dann gehen wir nämlich zusammen einkaufen und ich kann meine Pfandflaschen wegbringen. Und ja. Ihr wisst nicht, wie happy ich bin, dass diese ganzen Möbel jetzt wechseln aus der alten Wohnung. Leute, ich sag euch ehrlich, nie wieder an einem Samstag um diese Uhrzeit fahre ich zu Ikea. Das war ja eine reine Katastrophe. Es war so voll. Die Menschen waren so schlecht gelaunt. Ich verstehe das ja, man ist genervt, man hat keine Lust anzustehen und so weiter. Aber dieses aggressive Verhalten, da kriege ich die Krise. Und dann dieses Unmissverständnis, ich kriege einen Anfall. Ich kriege einen Anfall. Ich stehe am... Ich wollte runterfahren mit dieser Rolltreppe
Und ich habe aber mit dem Wagen nicht durchgepasst, weil ich den falschen Wagen genommen habe. Aber unten gibt es ja nur diese Einrollwagen. Da gibt es ja gar nicht diese Schieber, außer du gehst von Anfang an. Und daher, dass ich unten reingegangen bin, schnell zur Aufbewahrungsabteilung, habe ich schnell diese Teile, die ich brauchte, eingepackt. Bin zu dem Wagen, habe noch die Sachen für meinen Schrank draufgepackt, weil ich kann nicht die ganze Zeit mit dem Regal rennen. Ich weiß ja, ich muss länger anstehen, die Kassen waren full. Da drin geht kein Internet, die haben aber Kassen, wo du eine App für brauchst. Und ich denke mir so, Bratan, da mach doch wenigstens anständiges WLAN. WLAN ging auch nicht. Dann bin ich aus der Kasse raus, nachdem ich 20 Minuten anstand, um zu bezahlen. Ich schwöre euch, Leute, ich habe nicht mal 10 Minuten im Laden gebraucht. Ich habe 20 Minuten angestanden, um zu bezahlen. Dann stehe ich an, hat das unnormal lange gedauert. Ich habe die ganze Zeit in der Zwischenzeit versucht, diese App runterzuladen. Aber wie gesagt, es ging halt nicht, weil ich absolut keinen Empfang hatte. Ich wollte auch nicht nochmal fragen, weil ich mich dann hätte wieder anstellen müssen. Die Kassiererin war voll nett. Gott sei Dank hat die nochmal gezählt, weil ich hatte nämlich die falsche Menge an Schubfächern mitgenommen. Ich hatte nämlich 6 statt 5 mitgenommen. Dann haben wir das eine zur Seite gestellt. Dann will ich, wie gesagt, runterfahren. Mein Wagen ist zu breit. Dann dachte ich so, komm, dann stellst du dich für den Aufzug an, weil da war voll. Und die Leute hatten ja unnormal viel dabei, so richtig lange Sachen, die kannst du ja nicht da runterfahren, habe ich auch verstanden. Dann will ich mich gerade anstellen und sehe, dass die Frau zu dem Mann sagt, das waren 3 Leute, die so, ey, wir passen da sowieso nicht mehr rein, weil die Leute sind gerade in den Aufzug gegangen. Und dann dachte ich so, komm, dann quetsche ich mich da kurz mit dem Wagen rein, weil ich nicht mit 3 Personen bin und auch keinen übertrieben vollen Wagen habe mit noch 8 Kilometer länger nach vorne, sondern mein Wagen war ja klein bepackt. Ich hatte ja wirklich nur einen Regalboden, eine Kleiderstange und diese 5 Schubfächer, die gerade verpackt waren. Dann will ich gerade dahin, sagt der Mann so, Entschuldigung, Sie sind nicht dran. Aber in einem Ton, ich habe fast die Krise bekommen. Leute, ich wäre nicht mal nach vorne gegangen, um mich in diese Ecke zu quetschen, wenn man das so sagen kann. Und wenn die Frau nicht zu dem Mann gesagt hätte, wir passen da sowieso nicht rein, lass uns auf den nächsten Aufzug warten. Und dann sagt er sowas. Und dann sagt der eine so zu dem Mann so, Papa, ist doch in Ordnung. Und dann ist der Aufzug ohne jemanden runtergefahren, weil ich mir dachte, so ist mir einfach zu blöd. Ich habe mich so abgefuckt in dem Moment, weil ich mir so dachte, ey, jeder hat keine Zeit. Ich bin mich abnormal am Beeilen, gerade wegen Lo und weil ich noch eine Abholung reinbekommen habe, gleich für eine Sache. Und da muss ich ja auch noch hinfahren. Ja, egal. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Auto. Jetzt ist meine Laune wieder besser. Ich habe alles gekauft, ich habe alles. Das heißt, ich kann meine Schuhe einsortieren. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich unnormal. Und ich freue mich so krass auf Lo. Ich werde uns gleich eine schöne Kleinigkeit kochen, weil ich habe noch ein bisschen diese Hähnchenbrust, die man aufs Brot legt. Die werde ich uns kleinschneiden, anbraten. Mit Erbsen. Ich habe nur keine Zwiebeln. Ich muss Zwiebeln gleich kaufen, jetzt wo ich es bedenke. Und ja, ich muss jetzt mal ausmachen, weil ich brauche mein Navi. Leute, bis mal einkaufen. So Leute, erstmal vloggen, weil ich benachteilige euch momentan ein bisschen. Ich bin ein bisschen motiviert auf TikTok unterwegs. Guck mal, da ist die kleine Maus. Und wir machen heute einen schönen Mädelsabend. Ich koche uns gleich was. Und ich wollte einen kleinen Taste-Test machen. Wir probieren das jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich habe jetzt auch den Bon nicht, weil ich musste nämlich eben noch was umtauschen. Die hatten einfach dieses, wie heißt das Müsli nochmal? Kölner Müsli, das ist ja richtig teuer. Du zahlst ja eigentlich so 4 Euro pro Packung. Und dann stand das da vorne und ich habe nicht gesehen, dass da drunter stand, dass diese 1,69 Euro oder was das war pro Packung nur gilt, wenn du diese Karte von dem Einkaufsladen hast, wo wir gerade waren. Weiß ich jetzt auch nicht, wie man sich da anmeldet, aber ich habe das nicht gesehen und ich habe es halt echt nicht eingesehen, 11 Euro oder fast 12 Euro für 3 Müslis auszugeben. Habe ich das schnell umgetauscht. Weil für 1 Euro irgendwas hätte ich es getestet, aber nachher hätte mir das eine nicht geschmeckt und das habe ich nicht eingesehen. Egal. Hoch, willst du auch eins probieren? Mm-mm. Also ich finde es richtig nice. Als Schokoschicht ist mir ein bisschen zu dick. Hätten die dünner machen können. Jetzt willst du auch. Jetzt willst du wissen. Mm-hmm. Kann man machen. So, ihr kleinen Zuckermäuse. Ich habe jetzt gerade noch einen 48-minütigen Vlog für euch geschnitten. Wir haben gerade 2:06 Uhr. Und ich muss sagen, ich habe wirklich reingeschissen die letzten Tage mit meinem Schlafrhythmus. Ich habe einfach heute, beziehungsweise gestern, wenn wir nach 0 Uhr, bis 15 Uhr geschlafen. Ich habe bis 15 Uhr geschlafen. Leute, ich habe den Vlog geschnitten und ich habe so oft gesagt, ich bin kaputt. Aber mir geht es immer noch so. Ich habe euch gerade auf Instagram so ein kleines Mini-Life-Update gegeben. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass sobald der Monat zu Ende ist, also die alte Wohnung abgegeben ist, wirklich endlich Ruhe einkehrt, ich wieder einen richtig guten Rhythmus habe, ohne irgendwelchen Stress mit Wohnungseinrichtung. Es fehlt ja auch noch, dass ich das Bett betackere. Das müsste auch jetzt die Woche, die kommt, passieren. Der neue Teppich ist ja auch da. Der muss auch unters Bett, deswegen, das wird auch noch mal ein bisschen filmen.
Und ich muss noch auf den Handwerker warten, der kommt, beziehungsweise den Umzugshelfer, der mir hilft, dann meine Lampen anzubringen. Und ich muss schauen. Die Folie in der Küche möchte ich noch machen und ich muss gucken wegen der Küchenarbeitsplatte. Ansonsten bin ich eigentlich so gut wie ready. Morgen ist noch ein Tag, an dem werde ich die restlichen Sachen machen, was den Schrank angeht. Bis auf die Griffe, die müssen ja noch gemacht werden, das Aussägen. Also es ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich bin, wie sagt man, ich bin zuversichtlich, das war das Wort, was ich gesucht habe, dass ich es bis Ende des Monats geschafft habe. Ich stress mich jetzt auch nicht mehr. Ich habe noch ganz entspannt 2 Wochen. Nächste Woche sind wir in Frankie Town. Wir sind in Frankie Town, Leute. Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich freue. Ich liebe Frankfurt mittlerweile. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr. Ich bin nämlich mit Lo am Freitag nächste Woche sind wir auf der Buchmesse in Frankfurt. Danach fahren wir zu Bella, machen uns kurz frisch, ziehen uns wahrscheinlich kurz um. Danach gehen wir was essen und danach gehen wir ins 069 Rooftop Bar. Ich freue mich so krass. Ich muss morgen noch den Tisch reservieren, das schreibe ich jetzt noch auf meine To-Do-Liste. Und ich freue mich so, Leute. Ich freue mich so. Ich habe mich so selten fertig gemacht die letzten Wochen. Das ist schon nicht mehr witzig. Heute habe ich den ganzen Tag ja mit Lo verbracht. Es war wunderschön, wie immer. Und wir sind, also ich vor allen Dingen, bin momentan so unfassbar viel live auf TikTok. Das macht mir so Spaß. Und ich muss meine Nägel machen. Ich muss meine Nägel machen vor nächsten Wochenende, bevor wir nach Frankfurt fahren, weil so gehe ich nicht raus. Meine Nägel sind 1,5 Wochen alt und die sind rausgewachsen, als hätte ich 3 Wochen meine Nägel nicht gemacht. Also die Haartabletten helfen wirklich unfassbar. Ich wollte auch nochmal ein neues Lash-Lifting machen, weil gerade hinten sind meine Wimpies wieder unten. Und ansonsten, ich freue mich auf morgen. Ich habe mir jetzt das Essen von gestern aufgewärmt und werde das Ganze jetzt essen. So sieht mein Eckschrank im Übrigen jetzt vorher aus. Ich muss sagen, es ist schon relativ eng, wenn man das hier aufmacht, dass man hier nicht so gut drankommt, ne? Muss ich ja jetzt mal zugeben. Aber ja, da muss ich jetzt durch, habe ich keine andere Wahl. Ich werde jetzt hier oben, also da ganz oben, meine Kleiderstange anbringen in 50 cm und dann da erstmal die Oberteile reinhängen. Hierfür habe ich ja für eigentlich das Kallax-Regal diese Schubladen geholt, denn ich muss meine Schuhe sortieren. Ja, ich habe jetzt alle Schuhe hier hingestellt. Ich werde da gleich nochmal drüber sortieren. Ich hatte die ja schon mal aussortiert und werde die dann jeweils in die Kallax-Kisten einmal einsortieren. Was halten Sie davon, Maus? Gar nichts. Nicht schlimm. Ja, wie gesagt, ich muss hier auf jeden Fall nochmal drüber sortieren. Ich dachte eigentlich immer, ich habe nicht so viele Schuhe, aber ich habe viele Schuhe, ja. Müssen die Tatsachen ja auch ins Auge schauen, ne? Jetzt wird erstmal die Kleiderstange angebracht. Und dann habe ich ja, hier ist ja schon eine Stange drin, eigentlich. Die Sachen müssen rüber in den Schrank, weil ich habe hier keinen Platz. Das heißt, die Stange kommt ein Stück runter. Dafür habe ich nämlich den Regalboden geholt. Die Jeanshosen hänge ich dann auf, so wie da unten die Anzugshosen. Und in dieses kleine Zwischenstück, was dann noch da sein wird, kommen meine ganzen kurzen Hosen, meine ganzen kurzen Röcke. Ja, ja, ich freue mich. Ich bin froh, wenn gleich alles sortiert ist, weil ich kann dieses Chaos nicht mehr. Kann nicht mehr. Oberteile hängen drin. Ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Klar, ich hätte noch ein bisschen mehr Platz lassen können. Kann ich aber nicht, weil da kommen meine ganzen Schuhe rein. Und jetzt werde ich mich hier darum kümmern, dass ich die Stange runtersetze, dann den Regalboden reinmache und dann die Hosen aufhänge. So, Stange ist auf jeden Fall runtergehängt. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden möchte, was für ein Film das war, dieses Brett gerade reinzumachen, weil ja hier die Scharniere sind, die Türen sind viel zu weit. Heißt, ich musste das Brett rausnehmen, musste die Dinger hier nochmal rausschrauben, das musste ich rausschrauben. Es war ein Film, aber we did it. Und ich überlege hierfür, so Ausziehdinger zu holen, ist, glaube ich, schlauer, als wenn ich die Sachen so da reinlege, weil dann sehe ich nämlich gar nichts. Deswegen werde ich das mal ausmessen und dann noch umsortieren. Aber ich tue jetzt trotzdem erstmal kurze Hosen und Röcke da rein. Das wird ja von der Weite her passen, also es reicht ja. Ja, ich würde sagen, Hosen aufhängen und dann geht's weiter. Können wir mal kurz darüber reden, wie gut das aussieht. Ich bin echt hin und her gerissen, ob ich da nicht noch ein paar Hosen hinhänge. Weil ich habe da noch so ein paar längliche, aber das sind so chillige Hosen, die will ich eigentlich da nicht haben. Vielleicht hänge ich auch ein paar Röcke auf. Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Dafür brauche ich auf jeden Fall so Schubfächer, weil das finde ich ganz, ganz schlimm. Und es hat auch überhaupt gar keine Ordnung. Aber die Jeanshosen finde ich 1000 Mal besser aufgehangen, weil so muss ich nicht jedes Mal durchstöbern, sondern weiß genau, welche Jeanshose ist. Und ja, die Kartons, da sind übrigens neue Kleiderbügel drin. Falls noch was dazu kommt, damit ich das aufhängen kann. Und
Ja, ich gebe mich jetzt mal an das schulische Chaos und gehe währenddessen ein bisschen live. Leute, sag mal bitte, wie kann man so ein süßer kleiner Höhlenhund sein? Ich weiß auch nicht, woher diese ganzen Fusseln hier kommen, aber er ist so süß. Er ist so süß, du bist eine süße Maus. So, ihr Mäuse, ich habe es endlich geschafft, alleine diesen einen Teppich unter meinem Bett da vorzuholen. Und den habe ich jetzt eben sauber gemacht. Die Seite ist irgendwie ein bisschen dreckig, ist aber nicht schlimm. Ich bin halt hin und her am Überlegen, ob ich hier meinen Kleiderschrankbereich einmache, was ich eigentlich gar nicht schlecht finde. Deswegen überlege ich, hier einen hinzumachen, weil ich habe ja zwei, und hier einen hinzumachen. Den überlege ich jetzt einmal so rumzudrehen, in die Ecke zu stellen unter den Tisch, weil ich glaube, das fände ich ganz schön. So, und dann gucke ich mal, wie das aussehen würde, wenn ich das so umknicke, weil ich muss den ja auf jeden Fall schneiden. Ich weiß halt nicht, ob das zu viel ist, wenn ich da und da einen Teppich hinmache. Deswegen bin ich hin und her gerissen, ob ich den Teppich da drunter lege und da einmache oder da und da einmache. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir das jetzt mal an, deswegen schneide ich den Teppich noch nicht vor und dann zeige ich euch das Ganze. Übrigens habe ich gestern vergessen, ich habe ja hier, ich habe noch keine Griffe, ist ein bisschen schlecht, aber ist nicht schlimm. Ich habe meine Schuhe eingeräumt, ich habe alles sortiert, ich habe da oben die Sachen eingeräumt und ich brauchte eine Box mehr. Also ich brauchte eine Box mehr, weil ich habe ja auch einiges an, ja, Stiefeln und die brauchen einfach ein bisschen mehr Platz. Da ist jetzt meine Arbeitsliege drin und ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also wie ich das hier aufteile, wie ich das im Endeffekt dann einräume, muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal mega happy, wie das Ganze ist. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist da der eine Schrank. Also Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich würde den Teppich wahrscheinlich irgendwo, sagen wir mal, hier wegmachen. Ich finde den Teppich darunter wirklich sehr schön. Die Frage ist halt nur, ob das zu viel wird, wenn hier einer hinkommt. Ich glaube, ich werde das jetzt erstmal so liegen lassen. Und dann werde ich morgen bzw. übermorgen gucken, wenn wir den anderen Teppich aus dem Schlafzimmer rausholen, wie das wird, wenn ich den in den Ankleidebereich lege. Weil ich glaube, das könnte toll werden. Den muss ich auch nochmal grundreinigen. Ja, und dann schauen wir mal. Aber so finde ich es an sich schon mal sehr schön. Die Frage ist halt nur, ja, und ihr müsst bedenken, die Couch, die andere, die geht bis hier. Das heißt, das Stück ist gar nicht da. Wisst ihr? Und dann habe ich noch ein bisschen mehr Freiraum. Vielleicht schiebe ich den Teppich da noch ein bisschen mehr nach links, dass da auch noch so eine freie Fläche ist. Wisst ihr, dass der Teppich symmetrisch liegt? Weil ich kriege die Krise, wenn was nicht symmetrisch ist. Und ich glaube, dann ist es auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich finde es nämlich sogar besser, wenn da ein bisschen mehr Freiraum ist, dass der Teppich nicht direkt mit dem Kühlschrank endet. Und dann fände ich hier noch ganz schön. Hartfüllung ist drauf. Ich bringe jetzt kurz Pappe runter und schau mal im Briefkasten, weil irgendein Postbote hat anscheinend ein Paket so bei mir reingesteckt, dass man es nicht mehr rauskriegt. So Leute, Haare sind getönt und ausgewaschen. Ich werde mich jetzt ans Make-up machen und werde euch das Ganze für TikTok mitfilmen, weil für YouTube habe ich das Video schon gefilmt. Das muss ich auch nur noch schneiden. Und dann schauen wir mal, was wird, ne? Leute, ich habe euch gerade einen Taste-Test für TikTok aufgenommen. Und das hier ist sehr nice. Also, es schmeckt gut, aber irgendwie auch... Also, es schmeckt auf jeden Fall gut. Es schmeckt jetzt nicht gut. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, ich glaube, ich würde es auch safe nochmal holen. Wäre jetzt nicht so, dass ich da nach Cravings hätte und sagen würde so, oh mein Gott, ich muss es jeden Tag trinken. Aber es ist schon nice. Ich habe Angst, dass mir das Ding hier gleich komplett... Also, es schmeckt so... Ganz leicht nach Popcorn. Aber ist schon geil. Übrigens, wisst ihr, wer da ist? Willst du winken? Hallo. Die Maus ist back im Start, um mir morgen nochmal zu helfen. Und ja, wir rauchen jetzt ein Pfeifchen, machen jetzt einen Quatschabend. Ich habe jetzt meine Arbeit erledigt. Eigentlich wollte ich noch ein Tattoo-Entfernungs-Update für euch drehen. Vielleicht mache ich das auch gleich. Vielleicht bin ich gleich noch motiviert, aber wir rauchen jetzt erstmal eine Pfeife, quatschen ein bisschen. Ich trinke mein Käffchen, dann mein Red Bull und dann schauen wir mal. So, ihr Mäuse, die Maus ist schon am Schlafen. Ich habe jetzt noch gerade ein Video für morgen vorbereitet. Und für Sonntag wird die Kooperation, die integriert ist, das Ganze zur Abnahme geschickt. Ich werde jetzt mal kurz duschen, mich abschminken. Ich will mein Make-up heute so sehr. Das Ding ist, ich wüsste sogar, wenn ich jetzt schlafen würde, mein Make-up würde morgen 1:1 genauso aussehen. I hate it. Wie hübsch sind bitte meine Nägel geworden? Ich bin verliebt. Ich war so hin und her gerissen.
bin heute live gegangen. Es tut mir so leid wegen der Lüftung. Ich bin heute live gegangen, während ich meine Nägel gemacht habe. Und das war so ein geiler Livestream. Also falls ihr mir noch nicht auf TikTok folgt, ihr verpasst was. Weil ich glaube, ihr verpasst was. Ich bin momentan so oft live und so unfassbar viel Spaß. Ja, auf jeden Fall sind das hier meine Nägel geworden. I'm in Love, das ist eine Farbe von Neonail. Die Kamera sehen irgendwie kühler aus, als die eigentlich sind. Aber die sind so schön. Die sind so schön. Das ist die Farbe, wie gesagt, von Neonail. Und darüber habe ich so ein Schimmerzeug gegeben. Im Übrigen habe ich heute das erste Mal Augentapes benutzt und... Leute. Ich habe euch ein Video dazu gedreht und bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich werde das jetzt auch in einem Video mit euch abmachen. I'm in Love. Ich bin bereit zum ins Bett gehen, nicht wundern, ich habe mir gerade Augentropfen noch reingemacht und ich gehe jetzt schlafen. Leute, um so auszusehen wie eben, muss man auch so schlafen gehen. So Leute, wir haben uns jetzt fertig gemacht, ganz süß. Wir haben einen Style & Talk gedreht für euch auf Erikas Kanal und jetzt gleich drehen wir für euch noch ein Frage-Antwort-Video für meinen Kanal. Das wird super. Das wird toll. Leute, ich komme auf meine Nägel nicht klar. Die sind so schön. Ich liebe das. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich sag euch ehrlich, ohne die Hilfe heute von meinen Mäusen wäre ich am Arsch gewesen. Also, Dankeschön nochmal an Bada, Jam und Erika. Ich wäre sonst wirklich durch gewesen. Ich weiß übrigens nicht, was das Problem heute vor meinem Handy hier ist, dass der die ganze Zeit ein Problem hat, hier richtig scharf zu stellen. Ja, also, ich zeige euch jetzt gleich das Schlafzimmer. Wir haben mein komplettes Bett neu betackert. Die Jungs waren so tapfer. Bada hat sich fast den Fuß verstaucht. Erika und ich, wir waren ein bisschen hilflos, aber die Maus war noch kräftiger mitzuhelfen, weil ich bin komplett lost, was so Sachen tragen und heben angeht. Also aufbauen, ich sag das immer wieder dazu, ich sag's auch extra immer wieder dazu, weil ich glaube, manche Leute verstehen das nicht so ganz, wie man so lost sein kann beim Sachen tragen. Ich bin auf jeden Fall lost. So, das Einzige, was jetzt noch in der Wohnung fehlt, ist hinten an dem Kleiderschrank die Sachen aussägen, Deckenlampen anbringen und ich werde morgen mich in der alten Ich werde morgen mich in der alten Wohnung nochmal drum kümmern, den Rest da rausholen, weil da steht nur noch Müll und Sachen für den Keller. Und ich möchte noch die Teppiche einschneiden, weil ich habe ja jetzt einen Teppich hier unterm Esstisch, den muss ich noch einschneiden. Und den anderen Teppich habe ich ja jetzt auch, den werde ich morgen nochmal sauber machen und den dann mal gucken im Ankleidebereich legen und dann nochmal ausmessen. Vielleicht reicht nämlich das kleine Stückchen, was ich dann noch habe, für vor dem Fernseher. Im Übrigen, ich habe ja hier hinter dem Fernseher diese Leisten und das stört mich. Das gefällt mir gar nicht, dass man diese Leisten die ganze Zeit sieht. Deswegen bin ich gerade echt hin und her am Überlegen, wie ich das mache. Ich finde das so schön mit dem Licht hinterm Fernseher, aber mich stört, dass man die Leisten sieht und ich sehe das die ganze Zeit. Ich sehe es. Deswegen überlege ich, das vielleicht hinten, hinters Regal einfach zu legen und dann da liegen zu lassen. Wisst ihr, dass einfach hinter dem Regal dann Licht ist? Ja, da muss ich morgen auf jeden Fall mal gucken. Zur Not muss die Maus mir nochmal helfen, also lo. Ja. Ansonsten, das fehlt noch, dass ich diese Wand damit beklebe. Aber das muss ich auch noch in Ruhe machen. Ich zeige euch jetzt mal das Schlafzimmer. Und ich bin wirklich, wirklich durch. So, hier steht noch der Teppich. Und hier ist jetzt alles frisch. Hier ist jetzt der neue Teppich. Oh mein Gott, süß, man sieht die kleinen Fußabdrücke von den Mäusen. Und hier ist das Bett. Das sieht gerade irgendwie ein bisschen komisch aus. Oh mein Gott, nein, man sieht jetzt im Dunkeln dahinter. Ach du Scheiße, sind wir durcheinander. Egal, zur Not muss ich das Kopfteil noch ein Stück nach vorne ziehen. Wir hatten da nämlich extra so Sachen hintergemacht, damit das so einheitlich ist. Das ist schlecht. Das habe ich eben im Hellen nicht gesehen. Ist nicht schlimm, aber auf jeden Fall ist das Bett jetzt weiß bezogen. Und hier ist ein komplett neuer Teppich drunter, der halt auch ein bisschen länger hier in den Raum ragt wie vorher. Die Ecken hier klebe ich unten noch fest mit so doppelseitigem Klebeband, weil ich konnte da nicht mehr tackern. Ja, aber ansonsten, ich finde, das sieht sehr, 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 sehr hübsch aus. Ich liebe es und ich finde es auch tausendmal schöner als das Beige vorher. Der Teppich ist ein bisschen off, also der ist nicht weiß-weiß. Der ist so creme-weiß, finde ich aber auch nicht so schlimm. Ja, ansonsten sieht es jetzt so hier aus. Da ist das Hundebettchen. Ich überlege, das vielleicht auf den Balkon zu stellen und dann einfach dieses rosane Ding dahin zu stellen. Ich muss mal gucken. Ich gönne mir jetzt noch mein Moloko. Ich bin durch und ja. Ich sage euch ehrlich, Leute, ohne Freunde ist man echt am Arsch. Also, ich
Das hätte ich alleine niemals hinbekommen. Ich habe ja damals das Bett alleine betackert. Da war das Bett aber auseinandergestellt. Und ich hatte dann Hilfe beim wieder zusammenstellen. Aber es war trotzdem so ein unfassbarer Film. Und ich war danach komplett am Ende. Ja. Ich bin durch. Ich bedanke mich. Auch hier nochmal. Ich bin wirklich, also, ich bin so dankbar, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, ich würde sagen, bis später, Peter. Hallo Leute, ich melde mich auch mal wieder. Die kleine Babymaus hat ein kleines Problem mit ihrem Auge. Das ist nicht cool. Die hatte das, meine ich, schon ein einziges Mal. Seht ihr das? Guck mal hier, Maus. Seht ihr das? Das Auge geht immer wieder zu, das rechte von ihr aus. Das ist nicht gut. Ich werde das jetzt mal beobachten in 2 Tage noch. Und sollte das nicht weggehen, werde ich Montag mit ihr zum Arzt gehen. Morgen ist die Maus sowieso bei meiner Oma, bei meiner Tante und so. Deswegen schauen wir mal. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich habe gestern schon gemerkt, so irgendwas stimmt nicht. Die hat die ganze Zeit so ein bisschen mehr gezinkert als sonst. Aber heute, ja, irgendwas stimmt mit ihrem Auge nicht. Ich meine, die hatte das schon einmal, als sie ganz, ganz klein war. Da ging das auch 1-2 Tage und dann war wieder gut. Ich bin kein Fan davon, egal ob bei Menschen oder bei Tieren, direkt irgendwas mit Medikamenten oder Augentropfen und so weiter zu machen. Deswegen warte ich immer erstmal so 1, maximal 2 Tage ab. Ja. Meine kleine Maus. Machst du Mama Sorgen? Hm? Mein kleiner Wurm? Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, morgen bin ich ja auf der Frankfurter Buchmesse mit meiner besten Freundin. Und dann werde ich gleich mit euch dafür noch ein Outfit raussuchen, beziehungsweise 2, weil wir sind tagsüber morgen auf der Frankfurter Buchmesse. Und abends gehen wir in Frankfurt ins 069 in die Rooftop Bar. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Oh mein Gott. Ich muss heute noch alles dafür vorbereiten. Heißt, ich werde meine Haare vorbereiten. Ich werde meine Extensions vorbereiten. Ich muss noch 2 Outfits rauslegen. Eigentlich wollte ich noch ein Lash und Brow Lifting machen. Ja. Eigentlich habe ich auch keine Lust. Ja, deswegen schauen wir mal. Und Extensions muss ich, wie gesagt, noch vorbereiten. Die Maus kuschelt jetzt bei mir, mein kleiner Engel. Und ich hoffe, dass es der Prinzessin morgen ein bisschen besser geht. Ich muss dringend ihre Nägel schneiden. Ich habe ja ihre Nägel geschnitten. Ich weiß nicht, ob ich euch die Story erzählt hatte. Allerdings das Ding, was eigentlich schonend dafür deren Nägel sein soll, dass die auch nicht so Probleme haben, wenn das frisch geschnitten ist, hat einfach ihr Nagel reingezogen und ich hatte keine andere Wahl, als abzuschneiden. Und ich hatte Glück, dass ihre Nägel so lang waren, dass es zwar geblutet hat, aber nicht so krass geblutet hat. Seitdem traue ich mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr daran und überlege allgemein sowieso zum Tierarzt zu gehen und das nur noch da machen zu lassen, weil ich habe mir das immer zugetraut, aber wenn das Gerät, womit du das machst, dann nicht funktioniert und nur Scheiße baut in dem Moment, ist schlecht. Seitdem habe ich wirklich ein bisschen Panik. Und ja, vielleicht traue ich mich auch mehr, wenn meine Oma jetzt da ist und ich 1-2 Leute dabei habe, die dann vielleicht, keine Ahnung, die Maus ablenken können oder so. Ich kriege schon Bauchschmerzen, wenn ich nur darüber nachdenke. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch gleich mal die Outfits, die ich dann für morgen raussuche und schaue mal, was ich gleich noch mache. Wie gesagt, meine Haare will ich unbedingt vorbereiten, dass ich die nicht noch extra machen muss, sondern morgen wirklich nur noch Extensions reinmachen muss. Und die Extensions muss ich definitiv noch vorbereiten. Und ja, dieser Livestream heute war anders. Ich war heute so lange auf TikTok live, es hat so viel Spaß gemacht. Wir sind über 100.000 Likes gekommen. Das ist crazy. Ich habe jetzt meine Haare vorbereitet, das habe ich eben mit euch gemacht. Und ich habe mir ein Lash und ein Browlifting frisch gemacht. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Ich freue mich so auf morgen. Ich hoffe, mir gefallen morgen meine Haare. Ich werde was anderes machen als sonst. Und ich bin gespannt, für was für ein Outfit ich mich abends entscheide. Weil ich habe gefühlt meinen halben Kleiderschrank jetzt eingepackt. Es war so toll, Leute. Ich liebe das, mit euch zu interagieren. Also, falls ihr mir noch nicht auf TikTok folgt, ihr solltet es definitiv tun. Ich kann euch ja mal hier meine Statistik für den heutigen Live einblenden. Das war wirklich crazy. Das war wirklich crazy. Also, zur Peak-Zeit waren wir 1600 Zuschauer live. Ich lieb's. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Hallo, Peeps! Leute, wir sind enttäuscht, traurig und frustriert. Und genervt. Bye bye! Mein Handy hat sich so gedacht, Bro, heute nicht. Heute nicht. Die sind genervt und frustriert. Muss ich rechts? 60 Meter, also so, ja. Also, wie war's? Katastrophe. Leider ein bisschen klischeehaft. 100% Klischee. Leider. Also wir haben wirklich gehofft, dass wir positiv überrascht werden. Wir waren auch beide eigentlich ziemlich gehypt. Wir hatten beide unnormal Bock. Das klingt komisch.
Aber ja, keine Ahnung, die Stände waren halt irgendwie voll überfüllt. Es war alles mega unübersichtlich. Wir hatten dann einen Newcomer entdeckt. Der hat einen Thriller geschrieben. Was ist das für ein Gelob? Wir wollten den unterstützen, weil der arme... Also ich habe den gesehen, der stand da alleine am Stand. Mit seinem Zoom und ja. Und ich war voll sad. Ich habe das gesehen und ich war so... I need to buy something, weil der arme Mann. Ich wollte wenigstens... Ich weiß nicht, ob er nur ein Buch verkauft hat, das ist mir auch egal, aber... Ich wollte ihm wenigstens ein bisschen Lächeln bereiten. Er hat zwar nicht gelächelt, er war so ein bisschen introvertiert. Ist auch gar nicht schlimm. Aber wie sagt man immer so schön? Stille Gewässer sind tief. Deswegen hoffe ich, dass das Buch dementsprechend auch super wird. Aber ich muss sagen, ich glaube, das war leider das erste und das letzte Mal, dass wir auf einer Messe waren. Einer Buchmesse. Nee, ich bin traurig. Keine Ahnung. Ich finde, wenn wir jetzt 3 Stunden auf BookTok verbracht hätten, wäre das sinnvoller gewesen, ja, als 2,5 Stunden hier hinzufahren, uns abzuhetzen, weil wir Angst hatten, dass wir viel zu spät sind. Ja, ich bin traurig. Wir haben trotzdem 2 Bücher gekauft. Ja, weil wir gesagt haben, wenigstens jeder muss ein Buch holen, dann lesen wir beide das jeweilige Buch. Und switchen es einfach, ja, wenn sie durchgelesen sind. Genau. Wie immer. Ich bin trotzdem traurig. Ja. Mal gucken. Der Rest des Abends wird deutlich besser. Mhm. So Leute, we are on our way. Ich sehe heute amazing aus. Ich habe einfach heute kein Fake-Lashes drauf. Dies ist mein Outfit, das sind meine Schuhe gleich. Und wir gehen gerade zum Auto. So Leute, wir sind jetzt im Auto. Nee, wir sind jetzt im Auto. Ich mach gleich wieder. Mit der süßen Maus, die nicht reden möchte. Also die möchte nicht erkannt werden. Und da hinten ist mein Bestie. Oh mein Gott, du bist einfach komplett unsichtbar. She's dead! She's dead! Leute, ich habe einfach heute keine Fake Lashes. Die mir. Willst du wenigstens winken? Ich habe meine Haare rausgenommen. Mir geht's gut. Alles kein Problem. Ich kann wieder stehen. Wie war das? Mir geht's gut. Alles kein Problem. Sobald ich aussteigen. Kann ich wieder stehen. Nee, irgendwie sowas war es. Ich muss gleich gucken. Ich habe es sehr oft genommen. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich gucke jetzt mal, wie lange wir brauchen. Ich freue mich so. Wir sind beide richtig kaputt. Ich war jetzt noch kurz tanken, damit ich nicht nochmal tanken muss oder auf dem letzten Dings nach Hause fahre. Ich bin müde. Die Maus ist auch müde. Wir machen jetzt ein bisschen Carpool. Quatschen ein bisschen. Und wir sehen uns später oder morgen. Und ich muss sagen, Leute, meine Wimpies sehen heute echt fabulous aus. Und der Gloss, ich muss sagen, ich glaube, ich will den doch noch in dunkelpink holen. Und den gibt es in orange. I wanna try, aber dieses pinke ist doch... Ich hätte ja, aber das gedacht, gibt hier so einen leichten Tint. Das ist so juicy. Ich sehe zwar aus, als könnte ich gleich auf den Laufsteg gehen. Ich fühle mich aber wie von 3 LKWs überfahren. Ich bin so müde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum sehen meine Wimpern heute so gut aus? Ich liebe mein Make-up. Egal. Ich bin jetzt nach Hause gefahren. Also ich habe Lo mit nach Hause gefahren. Die fährt jetzt von hier aus mit ihrem Auto nach Hause. Weil das nicht auf dem Weg gelegen hätte, ist die Maus heute Morgen zu mir gekommen und wir sind von hier aus losgefahren. Ich bin so müde. Es war so ein schöner Abend, aber ich bin so müde. Aber ich muss sagen, ich würde nie wieder dahin fahren wegen der Messe. Ich war so enttäuscht. Ich war so traurig heute. Ich habe mich seit Wochen auf diese Messe gefreut. Wir waren eine Stunde da. Maximal eine Stunde. 17 Euro Parkticket. Are you serious? Und dann eben auf der Rückfahrt, ich habe Lo schlafen lassen, weil die Maus hat über 24 Stunden nicht geschlafen. Ey, mein Auto macht so wenig Licht. Ich bin auf meiner Spur, vor mir kein Auto, hinter mir kein Auto,
Ich musste den Scheinwerfer anmachen. Es war so am Regnen. Es war so stürmisch. Ich habe die Spur nicht mal richtig gesehen. Und dann blinken mir von der Gegenseite irgendwelche LKWs entgegen. Ich weiß ja, die meinen das nur lieb, dass ich die nicht blende. Aber ey, soll ich gegen Baum fahren? Soll ich gegen Baum fahren? Ich sehe nichts. Ich kann nicht fahren. Ich habe verstanden. Ich blende euch. Es tut mir auch unfassbar leid. Aber ich habe nichts gesehen. Ich habe literally nichts gesehen ohne mein Fernlicht eben. Es war so dunkel. Das war anders eben. Das war wirklich anders. Also, ja. Und dann irgendwie, ich weiß nicht. Also Leute, wir haben mitten in der Nacht, wir haben gerade 5 Uhr. Ich bin von 3 Uhr bis 5 Uhr gerade nach Hause gefahren. Ey, die Leute sind noch durch um die Uhrzeit. Dass man kein Verständnis dafür hat, dass andere Menschen im Auto vielleicht ein bisschen müde sind. Ein bisschen. Ist schon echt krass. Also, die fahren auf wie Geisteskranke. Ich hatte in einer Baustelle, wo 60 war und ich bin 65, wenn nicht sogar 70 gefahren, einen LKW, Leute. Ich fahre ein Smart. Ein LKW hinter mir, der mich legit fast angeschoben hat. Lichthupe macht. Ich fahre links rüber auf die Spur. Der gibt Vollgas, brettert an mir vorbei, zieht noch links rüber, nimmt fast mein ganzes Auto mit und ich denke mir, Bro, also ich weiß nicht, was ihr genommen habt, aber bitte, ich will sowas niemals nehmen. Das ist ja geisteskrank, wie man andere Menschen so gefährden kann. I don't know. Also wie gesagt, das mit dem Fernlicht, ich mache das normalerweise nicht, aber ich habe eben nichts mehr gesehen. Ich habe nichts mehr gesehen. Es war so stürmisch draußen. Und wie gesagt, auf meiner Spur, also auf meiner Seite der Autobahn, war ja niemand. Vor mir nicht, hinter mir nicht. Deswegen hatte ich kein Licht. Ich habe nichts gesehen. Ja, und auf der Gegenspur, die haben sich dann offended gefühlt. I'm sorry an die Leute, die ich geblendet habe, aber ich wollte nicht gegen die Leitplanke fahren. War heute nicht mein Ziel. Ja, ich gehe mich jetzt noch abschminken. Und dann gehe ich pennen. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Guten Morgen. Meine restlichen Kunstblumen von Shein sind angekommen. Das bedeutet, dass wir heute das erste Mal diese Vase richtig gefüllt sehen werden und im Schlafzimmer auch. Und ich freue mich unnormal. Übrigens, ich werde euch jetzt dabei mal mitnehmen, wie ich hier eins auspacke und mit euch aufplustere, weil ich glaube, viele verstehen das Prinzip von Kunstblumen nicht. Es ist ja logisch, wenn ihr das Ganze aus der Packung nehmt, dass das ein bisschen so aussieht. So sieht nicht gut aus, verstehen wir alle. Das heißt, wir biegen erstmal den Stiel hier unten gerade. Dann können wir die Blätter nehmen und auch so ein bisschen gerade biegen. Mich interessieren die Blätter, um ehrlich zu sein, ein bisschen wenig, aber das ist nicht schlimm. Dann habt ihr hier diesen Kranz und dann fangt ihr an, diese einzelnen großen Stränge einmal auf Seite zu biegen. Seid dabei auch ein bisschen vorsichtiger, aber jetzt nicht übertrieben vorsichtig. So, das macht ihr mit jedem einzelnen Strang. So, wenn wir das haben, habt ihr hier diese einzelnen grünen Stängchen dran. Die zieht ihr dann auch nochmal auseinander. So, die einzelnen Blumen könnt ihr theoretisch auch nochmal auseinanderziehen. Das mache ich jetzt nicht, denn dafür zeige ich euch gleich einen Trick. Wie gesagt, die grünen Stängchen hier einmal auseinanderziehen. So. Und theoretisch, wenn ihr zum Beispiel mehrere Farben mischen wollt, könnt ihr auch diese kleinen Dinger hier ausstöpseln und dann dafür andere Farben reinstöpseln. Also zum Beispiel könnte ich meine jetzt mischen, die Blumensträuße. Falls ihr im Hintergrund gerade Geruchsgeräusche hört, sind das die kleinen Mäuse. So. Wenn ich das so hier habe, dann sieht es hier schon mal besser aus als eben. Ne? Dann nehme ich mir noch den Stiel, nehme das so in die Hand und drehe das so. Oder was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt so machen. Nehmt das einfach in die Hand, schleudert das ein bisschen rum, nach oben, unten, seitlich, dass die ganzen Blüten, also diese Fake-Blüten, so richtig gut nach unten fallen. Warte, mein Schatz. So. Feingefühl. Und das ist vorher. Es ist wichtig, dass ihr die wirklich gut ausschüttelt, weil so kommen diese ganzen Blüten, dass sie sich ein bisschen voneinander lösen. Ist ja logisch, Leute, das ist in so einer kleinen Plastikverpackung, dass sich das nicht so einpacken lässt. Und das mache ich jetzt mit jeder einzelnen Blüte und dann ergibt es einen wirklich schönen Strauß. Ihr könnt zur Not auch nochmal so reingehen und dann ist perfekt. Leute, guck mal bitte, wie hübsch es aussieht. Ich habe jetzt 11 Blumen in diesem Strauß und ich finde es sehr, sehr hübsch aus. Also, I love it, weil ich habe keinen grünen Daumen und ich habe auch keine Lust, jetzt jeden Tag irgendwie neue Blumen zu holen.
Ja, ich liebe es. So Leute, ich bin jetzt bei Ikea angekommen. Ich habe mich gar nicht gemeldet, weil ich war die ganze Zeit live. Ich war schon bei Action, habe eine Vase geholt und heute gehe ich endlich die letzten beiden Regale holen. Und dann bin ich dann.